Und wie immer, wie jedes Jahr, wir haben ein Paket vom Flughafen. Frohe Weihnachten! Soll ich danke. Ja? Okay. Mach es bitte auf. Okay. Sagen Sie mal Knopf. Nein. Big Knife. Oh ja, mit diesem Messer. Das klappt nicht so gut mit dem kleinen Messer. Ich habe ein besseres, warte mal. Ein richtiges kanadisches Messer. Da. Versuch mal damit. Wow, aber das ist aber groß. Hast du noch was Größeres? Bitte schön, hier, ein richtiges Messer. Wow, jetzt muss es aber klappen. Übrigens aus Kolumbien, Kolumbianer. Wie heißen Sie? Na, come on. Kolumbien? Nicht Machete, sondern Panaga. It's working. Es klappt hier besser, Paps. Viel besser. Und zu glauben, dass du damit schneiden wolltest? Nee, wirklich. Vielleicht letztes Jahr, aber nicht dieses Jahr. Komm, wow. Und jetzt einmal noch so in der Mitte. Und möchte mich jemand rasieren? Jetzt? Ja. Robin ist übrigens ein alter Norweger, spricht kein Deutsch, aber. Aber er tut so. Ja. Er lacht manchmal. Deutsch. Lacht doch manchmal. Manchmal lacht er, obwohl er eigentlich Norweger ist. Dass man in dieser Familie noch lacht. Ein Norweger. So, noch irgendwas schneiden? Kuchen? Christmas Gift. Komm schon, mach mal auf. Ja. Also ja, übrigens, Kollegen, im Voraus schon vielen Dank. Jedes Jahr nehme ich all die Geschenke und verschwinde irgendwo und verstecke sie. Und dann heimlich nachts und irgendwann, wenn niemand zu Hause ist, dann esse ich sie, weil die Geschenke sind ja für mich. Ja? Aber dieses Jahr dachte ich, machen wir es ein bisschen anders. Wir teilen es einfach, machen alles auf. Endlich. Liebe Familie Knorr, steht ja auch hier, nicht nur an mich, an die ganze Familie. Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr. What? Wünscht euer FMO-IT-Team. Unglücklich. Dankeschön. Ah, und glücklich ist. Nicht ein unglückliches. Es wird anders sein. Okay, und ihr kriegt mir kein Wein und kein Whisky, nichts. Das war's für heute, Olga. Ja. Und alle Messer bitte auch weg. Ja, die Messer. Gut. Wie schön, wollen wir das? Geschmackvoll. Oh, Deutschland hat eine neue Präsidentin, ja? Angela Merkel? Das hört auf, als ob du Deutsch lesen kannst. Come on schon, alles sind besoffen und. Okay, so, ich glaube, das hier ist für mich. Ja, das Größte, ne? See you. Natürlich. Nein. Okay, was gibt's hier? Nee, das ist doch die Papsi, ehrlich gesagt. Ja? Das ist wahrscheinlich der. Wenn es weich ist, ja, dann für den alten Mann. Weil. Oh, guck mal, ein Handtuch. Oh, wieder ein schönes FMO. Gut, weil ja, unsere Sauna, die funktioniert. Jeden zweiten Tag benutzen wir unsere Sauna. Nee, ich kann es leider nicht benutzen, es ist eingeschweißt. Ich weiß nicht, wie man es aufmacht. Ich hätte eine Idee. Aha! Dann her damit, mit der Idee. Kolumbianisches großes Messer. Wie heißt es noch einmal, Robin? Parana? Parang? Something like that? Parang? Damit kämpfe ich mit den Bären im Wald. Große Messer, sagt Robin. Ja. Münster Osnabrück. Das war zwei Stück. Super, guck mal. Gerade heute haben wir Elle zwei Stück geschenkt. Jetzt kriegen wir selbst welche geschenkt. Wow, das ist super. Schön. Sehr schön. Danke. Weich. Oh, danke. Olga darf es auch anfassen. Olga ist heute unser Kameramann. Schön. Na, come on. Okay, so, das erste und mein Lieblings wie immer. Oh. Die Herzen. Lebkuchenherzen mit Marmelade. Schmeckt überhaupt nicht. Hey. Ich vereinbar. Dieses Jahr essen wir einfach. Einfach probieren und essen. Papst, das war für mich. Nun ja, es war, aber jetzt nicht mehr. Dankeschön. Jeder darf anfassen, anschauen anfassen. Und dann verstecke ich es. Oh, das hier ist schön auf dem Platz. Danke. Robin, from Germany. Danke. IT-Team. Und für mich? Nee, Olga, sorry, die Kameraleute dürfen das nicht. Dein unglückliches Jahr, keine Lebkuchen. Dann haben wir auch noch Spekulatius-Cookies. Hoffentlich sind die wieder gut für eine Weile. Ja. Dann, ja. Bauchentzien. Das sind Papst Lieblings. Oh, Marzipan-Kartoffeln? Ja, Robin mag sie auch ganz toll. Oh, auch. Ja, hey. Sorry doch. Du magst sie, ne? Was?
Paps. Was hast du gesagt? Lieblingsmarzipan. Familienknorr, nicht Papsi-Knorr. Das stand auf der Karte. Die Karte ist für die Familie. Wie sagen Sie denn? Waldemar-Knorr. Okay, dann. Was ist das, Eddie? Schokoladenkränze. Mit dem Tisch. Alle dürfen das. Hier, Mandelbrin. Hier dürfen alle das. Katja macht die am besten. Die mag ich dann auch. Okay. Diese wieder Paps. Ja, die Dominosteine. Dominosteine. Oh. Und zum letzten, aber natürlich immer noch, was man gerade braucht, zum meisten. Am meisten? Am meisten. Paps, bitte sagen Sie auch schon. Ich schneide alle meine Englisch, alle meine deutschen Fehler. Muss alle aussteigen. Nee, geht so. Sprichst du ein gebrochenes Deutsch? Dass ich kein Deutsch lesen kann. Aber heutzutage gibt es viele dieser Refugees in Deutschland. So. Die sprechen auch so wie du. Okay, dann geht's ja. Das ist geplatzt. Mein Gott, die Barbaren bei der Post haben sind ja damit umgegangen. Guck mal, ja. Wow, ganz und krass, was da gut gemacht. Waren wahrscheinlich nein. Aber super, super du. Ehrlich, ja. Vielleicht werden wir noch ein bisschen Wein haben. Da steht die Flasche Wein. Machen wir selbst aus Himbeeren, Johannisbeeren. Egal. Brombeeren. Ja. Aha. Und dann werden wir eine Tasse Tee haben, ja? Ja. Und die Sachen essen. Ja, genießen. Ja, gerne. Super, super, super. Liebe jedes Jahr. Vielen Dank für die leckeren Sachen. Dankeschön. Danke nochmal. Danke und tschüss. Und nee, noch einmal. Danke und Gruß aus Kanada. Wie kalt ist es heute draußen? Minus 25. Minus 32. Minus 30. Minus 30 schon. Fühlt sich an wie minus 30. Oh, minus 27 ungefähr. Oh also minus ein bisschen wärmer geworden mit. Sehr kalt, sehr kalt. Minus 23 sagt dieses Ding. Aber es lügt immer. Es macht es immer wärmer. Mhm. In Wirklichkeit ist minus 26, minus 27. Kann ich das nicht kalt, sehen? Kalt, kalt. Ja, heute. Oh ja, das ist das. Aber trotzdem wunderschön. Zeig mal draußen die. Ich glaube, man kann es nicht sehen. Man kann nichts sehen. Die Weihnachtslichter kann man sehen. Ja, da kann man sehen. Schön, einen frischen Schnee gab es, ziemlich viel. Häuschen haben wir für die Vögel, wir füttern sie jeden Tag. Sehr schön draußen, wir gehen spazieren. Füttern. Füttern, habe ich gesagt, füttern. Es hat sich angehört, dass man nur die Vögel füttern möchte. Nee. So weit sind wir noch nicht. Ja, okay. Nochmals, vielen Dank, liebe Kollegen. Dankeschön. Danke. Freut uns immer wieder von euch zu hören und eure Geschenke zu erhalten. Dankeschön. Danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und ein schönes Weihnachten. Danke.